Wir haben heute für euch wieder ein neues Video und heute haben wir für euch wieder ein Unboxing. Nämlich von der Bing Box. Bing Box. Die wurde uns nämlich auch zugeschickt und nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, dass wir nur noch Videos machen, so, wo wir so keine Ahnung was zugeschickt bekommen oder so. Ist nicht so, sondern es war jetzt nur die zwei Boxen. Genau, und wir haben die jetzt schon von dem Karton also ausgepackt. Ich habe auch noch eine, aber meine ist... warte mal, guck mal, was genau da rein? Wow. Ja, also wir haben... ich habe auch eine bekommen, nur meine ist halt zu Hause. Und weil wir gerade bei Lena sind, haben wir gedacht, dass wir das jetzt einfach mal schnell drehen. Genau, und dann war hier einmal so ein Dings, wo das drauscht. Also da stand nur... Wo die uns so einen Gruß geschickt haben, eine Karte. Und dann so ein... Mal Müsli. Genau, so ein... Das ist kein Gutschein, sondern... Ja, sowas halt. Und dann ist halt noch eine Zeitung von der Maxi. Genau, wir wissen jetzt schon die Produkte, die da drin sind, aber wir dachten, dass wir euch das nicht vorenthalten und zeigen euch das jetzt trotzdem. Als erstes ist halt hier dieses Ding, diese Pink, dieses Pinkbox-Ding. Ich glaube, hier ist auch, auf der Rückseite steht laut auch drauf, ob dass das drin ist, oder? Schreibe ich nicht da drauf? Ja, es sind die Produkte. Genau. Ja. Ja. So. Also das erste Produkt, was in der Box war, ist von Garnier, ein Kraftzuwachs-Shampoo für kraftloses, geschwächtes Haar und einmal so aus. Ja, und 250 ml kosten 2,25 Euro im genau. DM. Und es riecht richtig gut, also. Ja. Genau. Dann ist hier einmal drin eine Zahnpasta und zwar ist die von Max White One. Optik. Das ist die Optik. Und ich denke mal, dass es so eine ist, die, ja, genau, die sichtbar weiße Zähne macht. Und die kostet, also vom Colgate ist die und die kostet 75 ml, kosten 2,99 Euro. Ja. Dann ist einmal was von Olaf drin. Das ist so eine für Anti-Age. Und die ist richtig teuer, das, nee, doch nicht, das war etwas anderes. Das ist 7 ml, also die Originalgröße und das kostet 2,49 Euro. Und ja, was halt eine Anti-Age-Creme, also brauchen wir ja noch nicht. Okay, dann das vorletzte ist halt von Flora Marie, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist. Eine Handcreme und, guck mal, sieht man das gar nicht bei der Wand. Ich habe so voll Spaß heute dran. Ja. Und die kostet 150 ml, das sind 150 ml, kosten 17,75 Euro. Ich will die mal ausprobieren. Oh, die riecht richtig gut. Und nochmal. Das letzte Produkt ist von Shavens. Wie sagt man das? Shavens. Keine Ahnung, aber das, die Marke kennt ihr ja alle. Das ist diese Maske und das ist eine After-Sun-Maske. Und das sind halt 2x5 ml und die kosten genau, glaube ich, auch wie beim DM 99 Cent. Dann, was dann hier eigentlich nur noch drin ist, ist ja, so 15 Gutscheine und exklusive Vorteile. Ja, das sind halt alles so, so Werbung oder hier, also HelloFresh-Gutschein 20 Euro und meine Linsen. Mein Schwert für meine Schwester ganz optimal, ne? 10 Euro Gutschein. Genau. Ja. Und dann ist nur noch sowas für 15 Euro Rabatt. 15 Euro Rabatt. Ich weiß nicht, was das ist. Achso, eine, also eine Flora Mare Creme. Ja. Genau. So, das war jetzt unser Unboxing Pink Box. Ja. Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen Danke hat. Danke auch nochmal an die Pinkbox. Genau, vielen, vielen Dank. Falls ihr unser Unboxing Glossy Box noch nicht gesehen habt, verlinken wir euch das einmal hier oben. Und dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen und hat. Und vielleicht habt ihr irgendwie Videowünsche, was wir demnächst drehen können, weil wir haben irgendwie zurzeit irgendwie gar keinen Plan, was wir drehen sollen. So und was ihr denn sehen wollt. Ja. Weil wir wollen ja auch nicht so machen, dass sich das alles so wiederholt und so. Also ich weiß, dass ganz oft angefragt ist, Pflicht oder Pflicht. Ja, aber wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr uns auch fragen. Also Sachen machen, schreiben, die wir... Ja, oder Telefonstreiche sind auch angefragt, dann... Müsst ihr uns Wörter schreiben. Ja.
Genau. Also vielleicht könnt ihr das ja mal machen oder also wir würden uns dann natürlich auch hinsetzen und so alles raussuchen und so. Aber vielleicht könntet ihr das auch machen, das wäre nämlich richtig cool. Und ja. Ja, und dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!